Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer wunderschönen neuen Folge von StarCraft 2. Wir spielen heute mal eine kleine andere Art und Weise, wie man die Zerg spielen kann. Und zwar war ich ja immer sehr, sehr controllig unterwegs, möchte ich einfach mal sagen. Oder was heißt controllig eigentlich? Eher so ein bisschen, ich möchte sagen, wirklich extrem eher so in die Richtung ausgebaut, von wegen wir rushen niemanden zu Tode. Und das möchte ich jetzt tatsächlich mal ändern, indem wir einfach sagen, hey, weißt du was, wir gehen jetzt auf einen Spawning Pool direkt als erstes. Das ist ein bisschen krass, ich weiß, es sieht seltsam aus, aber ich denke, es ist das Richtige. Währenddessen gehen wir auf Doppel-Drone jetzt gleich, sobald das Ganze ready ist. Genau, jetzt nämlich. Setzen die direkt einmal hier hin und gehen dann, sobald das Ganze ready ist, noch auf einen Overlord. Und dann erstmal ein bisschen auf Vespinga. So, das ganze Bild, das ich hier jetzt gefunden habe, ist wirklich extrem aggressiv. Wir wollen eigentlich nur hier unsere Zerglinge an den Start kriegen, was eine extrem, extrem, extrem kranke Sache ist, weil wir halt wirklich hart Gas geben wollen ins gegnerische Face. Und die lustige, was ich halt hier noch an dieser Stelle erwähnen muss, ist, es ist übelst aggressiv. Wir stecken jetzt hier Drohnen rein in den Ding und fangen schon mal direkt an, unsere Zergs zu bauen. Wir spielen gegen Protoss. Protoss haben ein bisschen mehr Probleme, sich hier early zu sustain. Das heißt also, desto schneller wir auf unsere 100, auf den Metabolismus-Schub kommen, desto besser ist es eigentlich. Das heißt, dass sobald unsere Zergs hier schlüpfen, gehen wir eigentlich schon direkt ham, rennen direkt erstmal rüber mit der 1. Die laufen dann erstmal jetzt, wo ist denn der hier, der Aufgang? Haben die keinen Aufgang hier? Okay, wir rennen erstmal hier hin. Ich weiß nämlich nicht, wo der Aufgang ist. Und hier drüben können wir, ich bin in meinem Worker-Bild drin immer noch. So, zack, rüber wieder, du gibst nochmal schnell ab. Zack, wir gehen auf eine Queen und sagen, hey Dudes, ihr geht jetzt mal schnell hier reinmarschieren. Ah, da ist der Aufgang, okay. Und ihr seht schon, hey, der hat noch nichts wirklich hier gebaut. Das heißt also, wir gehen in seine Base rein, klopfen seine Dudes hier. Sein Vespingas wird denied, sein anderes Zeug wird denied. Und wir müssen jetzt halt eigentlich dafür sorgen, dass wir weitere Zergs jetzt erstmal noch rankriegen. Wir denyen ihm aber hier hart seine Economy erstmal. Renn doch mal raus. Er sagt sich schon, oh nee, okay, ich greife nicht mehr an. Das ist eine gute Sache für uns. Baut wahrscheinlich inzwischen gerade ein paar Dudes hier ran. Er wehrt sich halt echt actually einfach gar nicht mehr. Wir gehen nochmal zurück in unsere Base, sagen, hey, more Zergs to get them. Okay, er hat jetzt hier bemerkt, oh shit, ich mache hier eigentlich actually gar nichts. Wir halten sie jetzt einfach hart davon ab, die ganze Zeit irgendwas zu bauen oder so. Und die, wo halt auf Minerals gehen, die werden weiterhin geklopft dann erstmal, wieder raus. Die Zergs sind ja immer noch unterwegs hierher, also von dem her ist das alles cool. Wir haben jetzt noch einen Zerg übrig. Ich weiß, er baut jetzt da langsam seine Armee auf, das ist ein bisschen problematisch. Wir haben aber das hier schon aktiv. Gehen natürlich weiterhin auf die Zergs. Was machst du eigentlich, Queen? Du solltest doch hier schon längst reinspinnen. Dann gehen wir weiter hier auf einen... zack, die sind jetzt um einiges schneller, um einiges agiler und wir können jetzt erstmal anfangen hier das, oh guck mal hier, da wollen sie auch gerade schon bauen, wir denyen ihm jetzt erstmal hier er hat da hinten noch eins stehen, das ist natürlich uncool, aber wir denyen ihm hier seine Upgrade Fabric, wieder auf die Dudes, immer weiter auf die Dudes und ihr klopft die jetzt erstmal hart. So, weiter geht's mit 9 Zerglings, 2 Overlords rein. Na, das ist natürlich jetzt nicht so ganz positiv, müssen wir aber leider durch. Wir greifen das hier an und deaktivieren das. Ich glaube, es sollte reichen, wenn wir das deaktiviert kriegen. Zack, weil dann ist nämlich alles deaktiviert. Dann gehen wir auf seinen letzten verbleibenden Dude hier, zerstören den hier. Ich weiß nicht, wo er hingeht, aber wir haben es damit gewonnen, Leute. Puh. Ja, der Zerg-Rush ist eine überaus krasse Sache, wenn man das ordentlich machen kann. Ich muss sagen, ich bin halt eigentlich einer der schlechtesten Zerg-Rusher, die es gibt, weil ich eigentlich überaus ungern eigentlich Zerg-Rushe. Aber ihr seht selbst, es ist eine echt funktionelle, also ich möchte es einfach mal wirklich nennen, eine echt funktionelle Sache, die halt gerade im Early Game einfach übelst genial ist und glaube ich bis Rang Gold oder so halt echt stark funktioniert. Wir gehen einfach mal in noch ein ungewertetes Game rein. Ich mache das Ganze jetzt nochmal, versuche nochmal hier zu rushen.
zu schauen, ob wir das Ganze hinkriegen. Nochmal. Ich frage mich gerade, warum ich jetzt gerade nicht hier so einen Boost gekriegt habe in meiner Liga. Eigentlich sollte ich zwischen... auf 8 sein oder auf 9? Ne, auf 8 sollte ich eigentlich sein. Aber ich bin froh, dass wir jetzt hier so einen guten Zergrush hinbekommen haben. Ich weiß, es ist für viele Leute jetzt nicht gerade die anspruchsvollste Taktik und ich muss auch persönlich sagen, wie gesagt, sie gefällt mir nicht so wirklich gut, weil der Zergrush geht halt echt einfach nur drauf. Ich gehe ins Early Game, renne in die gegnerische Base und mache seine Drones weg. Also hier sind seine kleinen Dudes, die ihm halt sein Sustain geben. Das finde ich persönlich eigentlich nicht so eine coole Sache. Es ist halt kein schöner Playstyle. Man kann es genauso sagen. Es ist halt überhaupt kein schöner Playstyle. Wir wollen wieder warten, bis wir auf unseren Spawning Pool kommen. Dann schauen wir natürlich, wer von den Dudes da gerade dann vorhanden ist. Ich glaube, der hier wird ganz gut sein. Genau, perfekt. Spawning Pool, zack. Dann können wir direkt hier schon mal sagen, Drones. We need more Drones. Und das ist jetzt halt erstmal unser erster komplette Gang hier. Als nächstes kommt dann noch ein Overlord dazu. Overlord dazu. Du gehst nach da hinten. Hier ist schon der Brutschleimpool fast fertig. Wir gehen hier auf BE für Vespingas. Ihr wisst ja Bescheid, wir brauchen wieder genau 100 Vespingas. Währenddessen sollen hier die Arbeiter ruhig mal weiter arbeiten. Wie sieht's hier aus? Das ist okay. Wir gehen auf noch einen Overlord, weil ich einfach nicht so früh denied werden will. Und dann, das sieht ganz gut aus. Das sieht auch ganz gut aus. Dann fangen wir direkt mal an. Wir gehen auf die ersten Zerglinge. Du gehst hier rein und du gehst hier rein, bis wir genug von unseren... bis wir dann die 100 haben. Da kommt der erste Dude hier mit raus. Queen kommt an dieser Stelle noch dazu. Und gegen Protoss haben wir halt den übelst großen Vorteil, dass wir echt genial pushen können eigentlich. So, wann haben wir die 100 Vespingas? Es dauert leider noch so ein paar Sekündchen, deswegen fangen wir an. Wir lassen die zwei noch schnell schlüpfen, gehen aber hier trotzdem noch weiter auf die Zerglinge und sagen, hey Zerg, don't make it bad. Kommt da noch einer? Ja, da kommt noch einer, aber die sollen jetzt erstmal reichen. Wir gehen erstmal hier rüber, sagen, hey, ihr kommt hierhin, hier ist der Aufgang, dass ich mir das merken kann. Wir gucken hier rüber nochmal. Da sind noch ein paar Zerg dabei, die sollen auch mal hierher kommen. Lol. Hier, so daher kommen. Und dann sollten wir hier das fertig haben. Dann zack, 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 Speed. Und jetzt geht es halt einfach nur noch darum, dass wir sagen, hey, ein Overlord nochmal hierhin, mehrere Zergs nochmal dahin. Dass wir jetzt einfach nur noch warten, bis das hier fertig ist. Und so lang produzieren wir nochmal ganz kurz hier das hin. Damit haben wir hier schon unsere erste Armee ready. Er hat sich noch nicht zugebaut. Das ist gut. Das heißt also wie... Oh, er hat aber schon direkt Units gebaut. Das ist natürlich ein smarter Play gewesen von ihm. Können wir die denyen? Ich glaube nicht, dass wir die komplett schaffen, gell? Ah, das ist halt natürlich scheiße. Ne, wir gehen nochmal raus. Das ist okay. Gehen weiterhin auf Zergs. Das ist vollkommen fein. Echt jetzt? Oh Gott, kämpft doch nicht. Wenn dann alle. Und dann Rückzug. Der lässt sie halt einfach weiter kämpfen. Okay, jetzt lässt er sie nicht mehr weiter kämpfen. Gut, da kam gerade ein sehr, sehr großer Schub an Zergs. Zack. Fuck, ich habe ja keinen Vespingas mehr. Das fällt mir aber früher an. Vespingas hier nochmal. Metamorphose abgeschlossen. Das heißt also, ich habe jetzt die schnelleren Zergs. Wir gehen weiterhin auf Zerglinge. Gehen hier auf die Dudes. Damit sind sie halt um einiges schneller. Und das ist halt jetzt unser ganz großer Vorteil, wenn wir ehrlich sind. Wenn wir jetzt nochmal reingehen, klopfen die Dudes hier kaputt, machen ihm seine Economy einfach platt. Und ich weiß nicht, ob er hier irgendwie jetzt großartig Chancen noch hat, irgendwie was zu denyen. Vor allen Dingen, er hat da irgendwie nicht den Blick jetzt gerade drauf. Das heißt also, wir machen ihn hier komplett seine Economy fertig, ohne dass er jetzt was merkt. Was eine ganz gute Sache ist, wenn wir ehrlich sind. Na Leute, er hat ja noch einen. Machen wir den hier halt auch noch kurz platt und dann deaktivieren wir seine
Seine Unit Producer. Nice, da haben wir die zweite Zerg-Armee gerade und damit sollte der Zerg-Rush eigentlich vollendet sein. Ich wüsste nicht, wie er hier jetzt noch irgendwie Units oder sowas ranschaffen sollte. Aber nicht vergessen, Leute, trotzdem, oh Leute, da habe ich noch ein paar Zerg, trotzdem immer noch weiter producen. Das ist mit das Wichtigste eigentlich, was man bei den Zerg machen kann. Oh, fuck it, nein, nein, abbrechen, das da will ich. Das ist somit das Wichtigste, was man bei den Zerg eigentlich machen kann. Die ganze Zeit konstant immer nachproduzieren, bis der Gegner surrendert. Ich glaube, der ist jetzt hier gerade schon umgezogen sogar. Entweder das oder wir zerstören einfach mal sein Haupthaus und sehen das Ganze dann direkt mal. Entweder er hat den Abgang gemacht oder er hat einfach schon instant surrendert. Das kann natürlich auch sein und denkt sich einfach nur, okay, ich lasse den jetzt AFK mich kaputt klopfen. Ne, er ist gemoved. Okay, das heißt also, wir müssen ihn jetzt suchen. Wo ist er hingegangen? Das ist jetzt immer ein bisschen ein shitty part, wenn wir ehrlich sind. Weil jetzt nehmen wir nämlich die Hälfte unserer Army, gehen mal hier hoch, gehen mit der anderen Hälfte hier runter. Und müssen dann halt einfach gucken, wo es ist. Hat die Basis nicht wieder aufgebaut, wird aufgedeckt. Oder liegt es jetzt einfach nur daran, dass ich jetzt, dass er hier noch Ding hat? Na komm, wir gehen mal zurück in die Base und zerstören ihm einfach seinen Vespin-Geist hier noch schlussendlich. Ich weiß nicht, ob es echt daran liegt oder ob wir ihn halt echt einfach jetzt aus dem Spiel geekelt haben mit unserem Zerg-Rush. Ja, man muss halt wirklich sagen, Leute, es ist eine ekelhafte Variante zu gewinnen. Und eigentlich spiele ich das halt auch wirklich sehr, sehr ungern. Weil, wie gesagt, Zerg Rush ist jetzt nicht gerade das, was man so den skillhaftesten Player sieht oder sowas. Aber für Leute, die halt schnell ranken wollen oder sowas, ist das schon eine ganz nette Sache. Ich glaube tatsächlich, er hat einfach sein Leben aufgegeben. Ja. Das waren diese zwei Vespin-Gasiere noch. Punktübersicht. Traurig. Traurig, traurig. Aber ich muss sagen, er hat so schon mal hier um einiges besser Stand gehalten. Ah, der ist... Er ist halt auf übelste Ressourcen direkt am Anfang gegangen, was halt auch gut ist eigentlich für die Protoss. So, haben aber trotzdem ihn hart überrascht, hart überrannt, muss ich sagen. Überrascht haben wir ihn auch. Sonde, Pallon, Warpknoten, Pallon, Assimilator, okay. Er ist halt hier sehr, sehr langsam auf die Berserker gegangen. Der Metabolismus-Schub ist halt übel insane einfach nur bei den Zerg, Leute. Also, ihr seht, wir haben ihn ab Minute 1, das war ab dem Zeitpunkt, wo unser Breeding Pool dann stand, einfach bam, rausgehauen und gemacht. Das war auf jeden Fall ein echt starker Play. Das heißt, also was heißt ein echt starker Play? Es ist wie gesagt, das ist halt Zerg Rush. Das ist Six Pool Zerg Rush, wenn ich es richtig weiß. Verbessert mich, wenn es falsch ist. Aber ja, wie gesagt, Zerg Rush im Early Game sehr, sehr stark. Gerade gegen Anfänger sehr, sehr gut. Bis Gold sollte man damit klarkommen. Und ich werde auch mal gucken, ob ich damit irgendwie ein bisschen mich höher ranken kann. Das bedeutet aber nicht, dass ich jetzt jede Folge nur noch Zerg Rush bringen möchte, sondern ich möchte eigentlich mich natürlich im Late Game mit den Zerg um einiges verbessern, weil Zergs sind Early Game, Mid Game und Late Game Viecher. Das habe ich schon alles gesehen. Alles hat gut funktioniert. Nur man muss es halt eindeutig lernen. Deswegen, vielen, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.